Ja, meine Damen und Herren, der Staat ist ja nicht nur, so wie wir das eben gerade gehört haben, ein wichtiger Akteur im Bereich der digitalen Netze und der Mobilität, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie der Staat seine Dienste bereitstellt, hat einen erheblichen Einfluss auf die Attraktivität und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland. Gerade dieser Tage, da nun viele neue Menschen, viele neue Mitbürgerinnen und Mitbürger in unser Land kommen, merken wir deutlicher denn je, dass die Abläufe der digitalen Verwaltung flexibler und dynamischer gestaltet werden müssen. Bereits gestern hatte sich die Plattform Digitale Verwaltung und öffentliche IT zum Auftakttag zusammengefunden. Und auch hier haben wir wieder zur Einstimmung auf unser nächstes Gespräch ein paar Bilder zusammengestellt. Der nationale IT-Gipfel als große Veranstaltung begleitet eigentlich die Umsetzung der digitalen Agenda in den verschiedenen 7 Handlungsfeldern. Und heute hier in dieser Veranstaltung ging es zum Beispiel um die Plattform 5 und das Handlungsfeld innovativer Staat und die Frage, wie kann Digitalisierung helfen, den Staat modern, aktiv, innovativ zu gestalten? Sie sehen, wir haben uns einiges vorgenommen. Wir werden Ihre Unterstützung brauchen, um das alles zu realisieren. Digitalisierung kann helfen, dass wir Prozesse anders gestalten, dass wir sie schneller, agiler gestalten und nicht mehr so sehr abhängig sind von Ort und Zeit. Und die Flüchtlingskrise hat das gerade sehr schön gezeigt, dass Ehrenamtliche sich sehr schnell über soziale Medien, über Internetdokumente organisiert haben, selbst organisiert haben. Und diese Agilität, glaube ich, müssen wir jetzt einfach noch beim Staat auch umsetzen und zeigen, dass wir auch hier schnellere Prozesse umsetzen können. Heute bei der Veranstaltung der Plattform 5 haben wir uns in der Tat mit der Frage beschäftigt, wie kann der Staat innovativ, modern sein mit Hilfe von IT. Wir haben uns unterschiedlichste Bereiche angeschaut, sei es, wie die Prozesse anders gestaltet werden können, wie Akzeptanz und Nutzen von Unternehmen, aber auch von Bürgern besser gestaltet werden können, haben gesehen, das bietet Chancen. Und ich würde sagen, was wir gesehen haben, ist, dass wir kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Von daher bin ich sehr gespannt, was noch zu den ganzen Umsetzungsthemen jetzt kommt. Ja, so sah das gestern aus. Staat 4.0, digital, souverän, innovativ ist der Titel unseres nächsten Podiumsgespräches. Und dazu begrüße ich nun ganz herzlich die beiden Co-Vorsitzenden der Plattform. Zum einen den Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik, Klaus Fitt. Kommen Sie gerne zu uns nach vorne. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Fitt. Und ich begrüße ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Software AG, Karl-Heinz Streibig, ebenfalls. Herzlich willkommen. Ja, wir hatten ja eben gerade schon ein paar Impressionen von gestern gesehen und als Einstimmung auf unser Gespräch schauen wir uns jetzt mal 3 ganz zentrale Statements an, die die Arbeit Ihrer Plattform sehr treffend beschreiben. Wir leben in einer digitalen Welt und auch unsere öffentliche Verwaltung muss weiter digitalisieren. Das Servicekonto ist eine absolute Chance für unseren Standort. Ich als Bürger wünsche mir ein Servicekonto, auf dem ich mich anmelden kann, das mich kennt. Und über dieses Servicekonto kann ich alle Interaktionen mit der Verwaltung, sei es in der Gemeinde, im Landkreis oder auch auf nationaler Ebene, ausführen. Ich kann meinen Reisepass bestellen, ich kann die Hochschulbescheinigung meiner Kinder anfordern oder meine Grundsteuern bezahlen. Was die Verwaltung nicht braucht, ist für jede Herausforderung, für jedes Verwaltungsproblem ein eigenes Fachverfahren. Was sie braucht, sind Services, Dienste, IT-Dienste aus dem Baukasten standardisiert, mit der sie die Vielzahl ihrer Einzelprobleme und Herausforderungen auch lösen kann. Das reicht dann von der Kfz-Anmeldung, Gewerbe-An- und Ummeldung bis hin zu komplizierten Fachverfahren und fachlichen Herausforderungen wie Schwerlastverkehr oder aber die Herausforderung, die wir jetzt haben, nämlich die Aufnahme und die Verwaltung von Flüchtlingen zu organisieren.
Für die moderne Verwaltung ist der Nutzen von E-Government unbestritten. Für Bürger und Unternehmen ist die Nutzung digitaler Verwaltungsservices nicht automatisch nützlicher. Wir überlegen deswegen gemeinsam mit Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft, wie man den Nutzen des Online-Kanals attraktiver machen können, sei es zeitlich oder sei es finanzieller Natur, damit jeder, der bereit ist, Online-Services als E-Government zu nutzen, das tatsächlich auch online abwickelt und in der Transaktion dabei bleibt. Ja, und auch wenn das nicht in allen Bereichen immer erforderlich ist, Herr Staatssekretär, bringen Sie uns doch mal aus der Perspektive des neuen Bundes-CIO erstmal auf einen gemeinsamen Stand. Wo stehen wir denn bei dem Thema digitale Verwaltung gerade in der Bundesrepublik? Ja, da würde ich gerne ein sehr konkretes Beispiel nehmen. Das ist das Asylverfahren. Wenn man das mal exemplarisch betrachtet, bei dem Asylverfahren sind die Behörden auf Bundesebene, Landesebene und kommunaler Ebene betroffen. Und da sieht man auch, welche Herausforderungen wir in dem Bereich haben. Das Asylverfahren heute ist geprägt durch einen hohen Bearbeitungsaufwand und eine hohe Bearbeitungsdauer. Was ist der eigentliche Grund? Jede Behörde für sich auf den unterschiedlichen Ebenen hat ein eigenes IT-Verfahren und die sind nur zum Teil vernetzt. Das oberste Ziel muss jetzt also sein, den Daten- und Informationsaustausch zwischen den Behörden deutlich zu verbessern, mit dem Ziel, den Bearbeitungsaufwand und die Dauer des Asylverfahrens deutlich zu reduzieren. Wo genau liegt denn eigentlich das Problem? Liegt das Problem nun auf der juristischen Seite, dass Sie sagen, da ist noch einiges nicht geklärt, oder ist das eine IT-Frage? Wo klemmt es denn eigentlich? Bei dem Thema haben wir alle Anforderungen, Herausforderungen auf dem Tisch. Es ist ein technisches Thema. Was ist das technische Thema? Bei dem Prozess, wenn man ihn optimieren möchte und komplett digitalisieren möchte, ist es wichtig, dass man bei der Erstregistrierung alle Daten erfasst, die für den Gesamtprozess benötigt werden, inklusive der Fingerabdrücke. Denn die Fingerabdrücke benötigen wir zur eindeutigen Identifizierung der Person. Diese ganzen Daten, die da erfasst werden, werden wir zentral speichern. So ist der Plan. Wir nennen das Kerndatensystem. Und die einzelnen Behörden werden gemäß ihrer Berechtigung darauf Zugriff bekommen. Wir wollen auch eine Vollständigkeitskontrolle haben. Das heißt, wir möchten wissen, ob alle Asylbewerber und Flüchtlinge registriert sind. Deswegen bekommt in der Zukunft der Asylbewerber einen sogenannten Ankunftsnachweis. Da werden später mal Leistungen dran gebunden, sodass eine hohe Motivation da ist, diesen Registrierungsprozess zu durchlaufen. Parallel dazu laufen die rechtlichen und gesetzlichen Grundlagen, die dafür geschaffen werden müssen, die heute noch nicht gegeben sind. Beides ist eine ziemliche Herausforderung. Herr Streibich, nun konnte man erst kürzlich in der FAZ und auch im Handelsblatt nachlesen, dass Sie die Flüchtlingskrise, die vermeintliche Krise und damit eben auch die Aufgaben für die Verwaltung als eine gewisse Chance begreifen. Wie meinen Sie das? Der Herr Fied hat es ja dargestellt, welche Herausforderungen er jetzt hat, wirklich durchgängige Systeme zu bringen. Herr Minister Gabriel sagte, Deutschland ist zu langsam. Wir sind an 13. Stelle bei E-Government in Europa. Einerseits, andererseits ist Deutschland Exportweltmeister. Man sieht, welche Kluft da noch ist. Manche sagen, wir sind bei E-Government deshalb so langsam in Deutschland, weil es uns einfach zu gut geht. Andere sagen, es liegt an der föderalen Struktur. Was immer der Grund ist, ein Significant Event hilft immer. Er schafft Handlungsdruck. Und ich glaube, die Flüchtlingsthematik bringt den notwendigen Handlungsdruck, eben die durchgängigen Systeme zu haben. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir alle in der Lage sind, diese Chance zu nutzen. Und das als den Impuls zu verstehen, dass wir die öffentliche IT durchgängig machen, integriert machen, digitalisieren, um dann darauf aufbauend auch bei der öffentlichen IT vielleicht dann erster, zweiter oder zumindest dritter Stelle in Europa zu sein. Da bin ich zuversichtlich. Sie haben ja gerade den Ball schon wieder indirekt zurückgespielt an Herrn Fitt. Könnte das also sein, dass die Digitalisierung der Asylverfahren, die wir jetzt gerade erleben, wovon Sie gesprochen haben, dass das eine Pausvorlage sein könnte für die Digitalisierung der Verwaltung im Ganzen, oder ist das zu weit gedacht? Also ich würde mir das wünschen. Ich glaube, daher besteht auch eine Chance. Aber ich glaube, man muss auch genauso realistisch sein. Wir haben zurzeit eine Krisensituation und die zeichnet sich so aus, dass Bund, Länder und Kommunen die gleichen Interessen haben, die gleichen Prioritäten haben, der finanzielle Spielraum da ist, um das umzusetzen.
Das wird nicht bei jedem Anwendungsfall so sein. Aber ich glaube und bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingt, dass die Digitalisierung des Asylverfahrens eine Blaupause sein kann für andere Anwendungsfälle. Warum ist das so? Man wird sehen, welche Potenziale in der Digitalisierung stecken, wenn ich den Gesamtprozess betrachte, egal über wie viele Ebenen der Gesamtprozess geht. Und nehmen an, das gelingt uns. Wir können noch 2, 3 weitere große Anwendungs- und Geschäftsfälle digitalisieren. Wird das ein enormer Schritt sein in Richtung Digitalisierung und dann werden wir enorme Fortschritte machen. Sie hatten gerade gesagt, das wäre ein enormer Schritt. Was sind denn jetzt ganz konkret die nächsten Schritte, die Sie angehen? Was wird man also in den nächsten Wochen und Monaten in der Zeitung lesen? Ja, was wir nicht machen können, ist eine komplett neue Anwendung entwickeln. Da braucht man 1, 2, 3 Jahre, die haben wir nicht, sondern wir müssen sehr kurzfristig Lösungen anbieten. Wir werden ganz kurzfristig ein Erfassungssystem implementieren, das Kerndatensystem implementieren, sodass alle Daten erfasst und gespeichert werden können, damit sozusagen der gesamte Prozess unterstützt werden kann. Wir werden damit beginnen, in diesem Jahr noch technische Tests durchzuführen, im nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres eine Pilotierung und dann kommt der Rollout. Wir werden allen Behörden, die an dem Prozess beteiligt sind, den Zugriff geben auf diese Daten und wir werden den Ankunftsnachweis entsprechend nach erfolgreicher Registrierung erstellen können. Das ist ganz grob die Planung. Herr Streibich, welchen Zuschuss kann denn die Plattform Digitale Verwaltung und öffentliche IT zu diesem Prozess geben? Welche Rolle spielt die Plattform? Ja, wir haben ja jetzt einen neuen Co-Vorsitzenden mit Herrn Fitt. Und das ist ein Glücksfall. Herr Fitt ist ein ausgesprochener IT-Fachmann mit viel Erfahrung, sehr pragmatisch. Und ich bin überzeugt, dass das in sich schon eine große Chance bietet. Andererseits haben wir beschlossen in der letzten Sitzung, dass wir alle Arbeitsgruppen konsequent auf dieses Thema Flüchtlingsmanagement ausrichten, um eben Herr Fitt zuzuarbeiten, um eben diesem zentralen Thema, das wirklich der Kristallisationspunkt sein kann, für die gesamte öffentliche IT einen Riesensprung bei der Digitalisierung zu machen. Deshalb haben wir eine neue Fokusgruppe geschaffen, Flüchtlingsmanagement, in dem alle anderen Fokusgruppen drin sind und partizipieren und alle Aktivitäten diesem Thema bis auf Weiteres praktisch untergeordnet werden. Und Herr Fitt, bin ich überzeugt, wird zeigen, dass auch die öffentliche Verwaltung sehr schnell sich bewegen kann in Richtung Digitalisierung. Da bin ich mir sicher. Den Spirit bringen Sie auf jeden Fall mit. Ich habe eine letzte Frage. Wir sind nämlich mit der Zeit sehr, sehr knapp. Wo sehen Sie beide denn, vielleicht erstreibe ich Sie zuerst, die digitale Verwaltung in einem mittelfristigen Zeitraum von, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren? Was glauben Sie, was sich bis dahin alles tut? Also ich bin überzeugt, dass wir jetzt diese Flüchtlingsthematik nutzen werden, um hier wirklich den Schneeball ins Rollen zu bringen. Deshalb werden wir sicherlich in 3 bis 5 Jahren eine der führenden E-Government-Länder weltweit sein. Es gibt ja tolle Vorbilder, es gibt auch schon Blaupausen. Estland als Beispiel, Österreich ist ein sehr gutes Beispiel. Deutlich weiter vorne, ja. Obwohl Österreich ja historisch nicht gerade als das Hightech-Land weltweit sich profiliert hat. Aber da haben sie gezeigt, dass es geht. Und deshalb bin ich überzeugt, wir schaffen das in Deutschland. Deshalb werden wir unter den ersten 3 sein, weltweit bis in 5 Jahren. Davon bin ich überzeugt. Ja, Sie hatten ja gerade das Thema Estland angesprochen. Die haben von Anfang an auf das Thema Digitalisierung gesetzt, sind natürlich auch deutlich kleiner und kompakter. Was glauben Sie, Herr Fitt? Ihr Schlusswort zu dieser kleinen Runde. Was denken Sie? Wo stehen wir in 3 bis 5 Jahren? Also das, was ich gelernt habe im Laufe meines Berufslebens, dass man sich auf wenige Dinge konzentriert, die auch richtig macht und die konsequent umsetzt. Und da glaube ich, haben wir einige Vorhaben, das ist die elektronische Akte, elektronische Rechnung auf der Bundesebene, was uns noch gelingen muss, noch eine intensivere Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen, damit wir eine Durchgängigkeit kriegen, bezogen auf die Digitalisierung. Das haben wir uns vorgenommen im IT-Planungsrat. Wir werden auch Ende des Monats eine Sondersitzung haben. Und diese Zusammenarbeit, das gemeinsame Verständnis, wenn uns das gelingt, dann werden wir auch bezogen auf Digitalisierung gravierende Fortschritte machen. Und vielleicht landen wir dann irgendwann wirklich beim Start 4.0. Vielen herzlichen Dank, Klaus Fitt und Karl-Heinz Streibich. Vielen herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.